New York ist für mich wie so ein Themenpark. Braun, grün, Farbe. Leute, Pasquale hat mich gefragt, ob ich Bock habe, mit ihm nach New York zu fliegen. Und natürlich habe ich Bock. Und deswegen fliegen wir morgen einfach nach fucking New York, Mann. Wir haben heute etwas bewölktes Wetter, da hinten ist bewölkt gerade so, die hängen sogar ein bisschen in den Wolken drin. Sieht aus wie Berge ein bisschen, wenn es so dunkel ist. Und Philipp ist das erste Mal in New York, ist das zweite Mal und ich habe mich das erste Mal, als ich hier war, direkt verliebt, als Naturjunge. New York ist für mich wie so ein Themenpark. Es ist einfach alles, egal wo du hinguckst, so, ich glaube, wie gesagt, wenn da eine Schießerei wäre, würde ich denken, guck mal, ich drehe einen Film. Oder gestern die Polizei, das ist einfach so crazy. Und jetzt geht's erstmal auf Essenssuche. Ja, Mann, wir lassen uns treiben, wir haben keinen Plan. New Yorker, wenn es um Kälte geht, einfach einen Fick drauf geben und in kurzen Shorts im Schneesturm rumlaufen, mit einem Birkenstock im Schneesturm rumlaufen und fette Winterjacken im Sommer tragen. Also das ist der Hauptsache-Style. Pasquale, was machen wir jetzt? Bin von Berlin nach Zürich geflogen und hatte meinen Handgepäckkoffer. Und er meinte, sie muss ihn abgeben, die Maschine ist voll. Ja, aber ich fliege dann auch direkt nach New York, weil ich da so kommt er dann auch sicher dort an. New York angekommen, aber nur mein normaler Koffer war da und leider nicht mein Handgepäckkoffer. Und den muss ich jetzt, der ist jetzt nachgeschickt worden, hoffen wir es zumindest. Und das fahren wir da hin und gucken mal, ob der Koffer da ist. Jetzt ist mir nur die U-Bahn-Station finden. Irgendwo da drüben müsste die sein. Wird er da sein? Oder nicht? Das ist die Frage. Natürlich, wo steht denn hier? Blickst du uns? Yes! Ein neuer Tag in New York. Wir haben gestern Koffer geholt, dann waren wir noch super gut essen. Pasquale hat dann seine Texte geschrieben. Ich habe ein bisschen das Material in dieser schönen Kamera aussortiert. Und wir gehen jetzt mal Matcha Latte trinken. Oder was meinst du? Yes. Ganz grünen Tee. Let's go. Wir sind gesättigt. Oh. Leicht gesättigt. Wir haben es nicht voll gefressen. Wir lassen uns treiben. Wir haben keine Ziele, keinen Plan. Brauchst du ja auch nicht. Da läufst du einfach rum und kommst aus dem Staunen nicht raus. Wegen. Und selbst wie die klingen, sieht auch aus, es klingt wie ein Themenpark. Mega, so Laserguns manchmal. $600 ist viel zu teuer, Digga. Ja. Veto. Ja, ja. Ja, thank you. Thank you, goodbye. Alter, warum ist der so teuer? Ich dachte 6,29 €. Wird Zeit, dass ich mal Nein sag, weil ich sonst halt nachts nicht einschlaf. Ja, ich weiß, manchmal mach ich's mir zu einfach, auch wenn ich's nicht so gemeint hab. Wo sind wir hier gerade? Wir sind in kleinen Italien und haben gemerkt, das ist ein sehr, sehr kleines Viertel hier in New York, aber theoretisch ist nur noch eine Straße übrig geblieben von dem. Und Asiaten haben das auch teilweise extrem übernommen. Wir haben halt gegoogelt, wie groß ist das Viertel. Und es ist eigentlich nur noch eine Straße, die wirklich italienisch wirkt.
Pizza Pasta. Grüner Dschungel in den Lungen wühlen uns wie Mowgli. Es ist Downy, ist Auge Mahagoni. Die Blüten blühen, ja, das Leben, das ist so schön. Und dieses Gebäude auch, guck da mal. Alles fing an mit nem Hobby. Jetzt hab ich Millionen auf Spotty. Ohne Manager, Label, sondern alles lonely. Was wollen wir machen? Entweder gehen wir jetzt zum Times Square. Times Square. Central Park. Central Park. Oder wir gehen jetzt nach Hause und ich schreibe einen Track namens Weihnachtsmann Nummer 2. Da hab ich auch Bock drauf. Oh. Man soll ja eigentlich immer der Muse folgen. Okay, stopp. Schokolade, Honignüsse und eine geheime Zutat. Bla 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 bla. So irgendwie. Frisch gebacken meine mitgebrachten Weihnachtskeks. Mission Weihnachtskostüm. Und wir laufen viel zu normal rum. Das passt sehr gut. Ja, warum? Weil sie grün ist? Wir brauchen grüne Farbe. Weil sonst wäre ich ja nicht der Weihnachtsmann. Guck mal hier. Green. Color. Color Spray. Green. So, wir sind schon ein bisschen eingedeckt. Yeah. Yeah. Wir haben den 12. Dezember. Eigentlich hätte ich den Track ja. Wir sind eigentlich viel zu spät, aber es ist voll die Hauruck-Aktion. So. Das ist einfach so. Fuck it, Alter. Spontan, intuitiv. Ich hab Bock auf dieses Projekt. Und Philipp Wolf hat auch Bock auf dieses Projekt. Und ich schreibe diesen Track jetzt heute Abend oder morgen früh zu Ende. Nehme den auf. Philipp hat ein Mic mitgenommen. Ja, und dann werden wir die Tage auch noch das Video drehen. Der Meister hier wird das noch schneiden. Und dann verhoffen wir, dass wir das am 20. Dezember als Geschenk für euch kurz vor Weihnachten noch rausballern können. Bussi, es wird geil. Spontanität, das ist das Geilste im Leben. Bundesweit bekannt, hier kommt der Weihnachtsmann. Er gibt jetzt seinen Plan, das mit einer Hand oder so. Oder Tannenbaum, wird es dann genau. Und der ganze Raum, vor ganz verdaut, er wandt verdaut. Dam da 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 dam dam da 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 dam dam da 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 da. Ich mach glaub ich das, also ich scheiß drauf, Alter. Ich muss das, ja Mann. Weihnachten, ich steig heute in die Lüfte, Budenberg, Weihnachten. Das könnte ja schon fast wieder eine Hook werden, Alter. Du bist schön, Weihnachten. Du bist schön, Weihnachten ist eigentlich geil. Da haben wir was gefunden, was viel schöner ist. Du bist schön, Weihnachten, ich steig heute in die Lüfte. Ja, Mann. Jetzt wird das Christkind verbannt, ich wink ihm und dann kick es an die Wand. Jetzt wird das Christkind verbannt. Jetzt wird das Christkind verbannt, ich wink ihm und dann. Wink ihm und dann ist schon nur witzig, wenn man ihn danach an die Wand kickt. Das Christkind verbannt, ich wink ihm und dann grinse ich und kick's an die Wand. Scheiße, ich will das singen dürfen. Ich pinkel es an, finde ich schön. Jetzt wird das Christkind verbannt, ich pinkel es an mit einem Spliff in der Hand. Was? Oh Mann. So blöd. Dabei Schokolade, Honignüsse, Wein in eine große Schüssel stehen. Meine Drogenküche mit gewandtem roter Mütze. Eltern sind außer Hand und
Rutscht an den Baum, geht in Flammen auf. Und der ganze Raum voll Qualm und Rauch, alle sind in meiner Traum. So, wissen, was man will, ist schon das halbe Glück. Und wir wissen alle selber meistens nicht, was wir eigentlich wollen. Wir machen Erfahrungen, wissen, erfahren dadurch eher, was wir nicht wollen. Und das führt uns wieder näher dorthin zu dem, was wir wollen. Deswegen kann man eigentlich nie was falsch machen, außer einfach zu machen und auf die Schnauze zu fallen. Oh krass, Themenpark. Hier da geradeaus. Okay. Wow, was geht, Alter? Oh shit, da geht's ab. Und der Greenie steht so da. Ich will immer helfen. Ich will Menschen, ich habe schon immer Menschen helfen wollen und will immer, dass es allen gut geht. Habe also dieses Helfersyndrom. Da gibt es ja dann auch wieder etliche Berufe, die mir Erfüllung gebracht hätten. Und ich muss auch sagen, die Musik bei mir, da habe ich ja zum Beispiel etwas gefunden, ein Medium, mit dem ich auch Menschen helfen kann. Hätte ich zwar jetzt so nicht gedacht, aber deswegen wollte ich auch mal eine Zeit lang Polizist werden, weil ich da helfen wollte. Ne? Und deswegen finde ich auch so Berufe wie Sozialarbeiter, Pfleger, so göttliche Berufe. Und ich glaube, sich vor Augen zu halten, wo stecken deine Talente? Probier aus. Was fällt dir einfach besonders leicht? Wo würdest du wissen, wenn du jetzt da in der Uni sitzt und dir das beibringen musst, worauf hättest du Bock und bei was würdest du sagen, überhaupt keinen Bock? Ja, das ist mal so der Real Talk vom Greenie gewesen. Weihnachtsbäckerei, keine Panik. Ich hab für alle was dabei. Mal sehen, ob die Leute verstehen, warum der Rudolf eigentlich eine rote Nase hat. Yeah, yeah! Philip and Green!